Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Minecraft-Modifikation mit mir, dem Le Copa. Ja, für heute habe ich euch wohl die abgefahrensten Schwerter überhaupt mitgebracht und heute möchte ich euch die Elemente Sword Mod zeigen. Das ist eine Mod, die 8 neue Schwerter in eure Welt hinzufügt, die unglaublich geniale Fähigkeiten aufweisen und diese werden wir natürlich heute in Action sehen. So, genau, diese werden wir heute ausprobieren. Ich habe hier einiges vorbereitet. Ich werde dieses Storm Sword erstmal lieber weglegen, bevor ich mich noch daran schneide. Ja, wie gesagt, es sind 8 Schwerter. Wir werden als erstes diese hier ausprobieren, denn in der anderen Truhe befindet sich noch eine upgegradete Variante. Das heißt, diese weisen nochmal ganz andere Effekte auf und sind noch viel, viel stärker als die hier, die wir als erstes ausprobieren werden, obwohl die auch schon ziemlich gut sind. So, ihr seht ja auch schon, hier steht extra ein Schild, schnittig. Ich meine, die können ja nur bombastisch sein, ne? So, okay, als erstes, lange Rede, gar keinen Sinn. Fangen wir erstmal hier mit diesem Fire Sword an. Dieses kann man ganz einfach, was heißt ganz einfach, man kann dieses Ding craften mit ganz neuen Ingots, mit sogenannten Blaze Ingots. Um so ein Blaze Ingot herzustellen, muss man ziemlich viele Blazes besiegen. So, das ist sozusagen dieses Schwert. Man kann die Schwerter generell in 3 Kategorien einteilen. Zum einen kriegt man meistens immer einen Buff, zum anderen können wir einfach zuschlagen, dann passiert irgendwas Besonderes. Oder aber, ganz neu, wir können mit der rechten Maustaste einen ganz tollen Effekt auslösen oder eine Fähigkeit hervorrufen, wie auch immer. Das werden wir direkt mal hier mit diesem Feuerschwert ausprobieren und ihr seht schon, BAM, einen riesigen Feuerring mit einem unglaublich großen Radius. Und ja, das werden wir gleich ausprobieren. Genau, also wie gesagt, Feuerschutz. Ich werde hier direkt mal einen Creeper spawnen und versuchen, den anzugreifen. Wenn wir diesen angreifen sollten, geht der direkt in Flammen auf und brennt erstmal für 10 Sekunden. Gut, das ist jetzt kein besonderer Effekt, muss ich zugeben. Aber dieser Feuerring-Effekt, der ist wirklich der Wahnsinn. Damit können wir natürlich auch direkt mehrere Creeper treffen. Eine unglaublich starke Fähigkeit. Die kriegen jetzt nicht noch extra Schaden, sondern, wie gesagt, lediglich ein paar Sekunden werden die in Flammen stehen. So, das ist sozusagen dieses Feuerschwert hier. Die sollten gleich K.O. sein. Nur noch wenige Sekunden und 3, 2, 1, BAM! Und damit hätten wir diese besiegt. Mit dem Wasserschwert können wir auch einiges anstellen. Das ist quasi das Gegenstück. Das heißt, wir haben ebenfalls einen konstanten Buff. Das heißt, wir können in diesem Fall unter Wasser atmen. Das sei hier mal ganz kurz gezeigt. Ich springe hier mal schnell in diese Pfütze. Zack! Und ihr seht schon, die Wasserbläschen gehen nicht weg. Toll. So, wenn wir damit irgendwelche Gegner angreifen sollten, das ist auch noch etwas unspektakulärer, bekommen die eine Art Weakness-Effekt. So, das habe ich mal kurz gezeigt. Einmal hier drauf losgeschlagen und ihr seht, ihr bekommt für wenige Sekunden einen Weakness-Effekt. So, des Weiteren haben wir natürlich noch eine weitere interessante Fähigkeit. Mithilfe eines Rechtsklicks können wir hier Wasser durch die Gegend spritzen. Richtig cool. Yeah! Und damit können wir sogar uns selber so ein bisschen, Moment, selber abkühlen. So. Oder wir können die Blümchen gießen. So, ja, hier ganz kurz gezeigt. Obwohl, das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Ja, oder das natürlich als Waffe hauptsächlich verwenden. Also diesen Wasserstrahl und somit Gegnern paar Hitpoints abziehen. Ein sehr interessanter Fact ist, dass wir Mobs über Wasser 2 Hitpoints abziehen können. Unter Wasser, wenn wir im Wasser stehen sollten oder Mobs im Wasser treffen sollten, dann bekommen die deutlich mehr Schaden mit dieser Attacke. Das sei an dieser Stelle mal gesagt. So, dann haben wir als nächstes dieses Earth Sword. Achso, ich habe jetzt gar nicht beim Wasser Sword gezeigt, wie man dieses Ding craften kann. Auch sehr wichtig, man braucht diesen Aqua Stone und um diesen zu bekommen, muss man entweder Erde, Clay oder Sand abbauen. Als Voraussetzung gilt allerdings, dass diese unter Wasser abgebaut werden und dann besteht die Chance, dann hat man eine Chance von 1 zu 64, dass 1 bis 2 von diesen Aqua Stones getroppt werden. So, als nächstes haben wir dieses Erdschwert, da zeige ich direkt das Rezept. Man braucht hier dieses Subnium Rock, das sieht so ein bisschen aus wie Kohle, das heißt, man muss ziemlich viel Kohle abbauen und da besteht ebenfalls die Chance von 1 zu 64, dass 1 bis 2 von diesem Submium Rock getroppt werden. Genau. So, ich esse gerade mal was und dann kann es eigentlich auch schon direkt losgehen. Ihr seht schon, wenn wir das Ding in der Hand halten sollten, bekommen wir ebenfalls erstmal einen konstanten Buff und zwar ist das in dem Fall Resistenz. So, und ich werde direkt mal hier den nächsten spawnen, den nächsten Creeper. Dann können wir erstmal die normale Attacke hier ausprobieren. Bam, da fliegt nämlich der Creeper in die Luft. Es sieht ziemlich lustig aus, vor allen Dingen, weil noch so ein Explosionseffekt gleichzeitig noch hinzugefügt wurde. Richtig cool. So, mit der rechten Maustaste können wir auch wieder mehrere Gegner auf einmal treffen. So, da können wir sozusagen eine Art Bodenwelle auslösen. Das sieht auch fantastisch aus. Bam! So, und da bekommen die ein bisschen was an Schaden. Also Knockback ist jetzt leider nicht dabei. Das heißt, man muss trotzdem immer tierisch aufpassen, wo jetzt diese Viecher sind. So, genau, das ist dieses Earth Sword. Und man kann diese, wie gesagt, auch gleich upgraden mit einem ganz besonderen Upgrade-Verfahren. Sowas habt ihr sicherlich noch nicht gesehen. So, dann haben wir als nächstes ein Wind Sword. Und das ist das einzige Schwert, was 7 Attack Damage macht. Die anderen machen nur 5 Attack Damage, wenn man einfach nur zuschlagen sollte. Wir haben hier ebenfalls einen konstanten Buff. Das heißt, wenn ich jetzt mal hier hochfliegen sollte,
So, und mich von hier oben runterfallen lasse, dann bekommen wir gar keinen Schaden. So, und hepp und wir sind noch immer am Leben und haben noch nicht mal kein einziges Herz verloren. So, genau, das ist sozusagen dieser konstante Buff. Dann hat dieses Ding eine richtig lustige Fähigkeit. Ich finde, das ist eigentlich einer meiner Lieblingsschwerter. Wenn wir einen Creeper zum Beispiel treffen sollten, dann fliegt dieser in die Luft. Also nicht wie sonst in die Luft, sondern wirklich im wahrsten Sinne des Wortes in die Luft. So, das sei hier nochmal ganz kurz gezeigt. Und bäpp, und das sieht wirklich fantastisch aus. Mit einem Rechtsklick wird es sogar noch lustiger, denn da können wir ganz viele Creeper auf einmal in die Luft katapultieren. Ich werde hier mal ganz viele von den Dingern spawnen und BÄM! Es ist so lustig, weil die überleben es in der Regel nicht. So, zack, und damit hätten wir das Ding ebenfalls besiegt. Ich werde mal ganz kurz die Ansicht ändern, weil es ist so eine Art, ja, Kuppel, die hier entsteht. So, wusch. Sieht wirklich sehr schön aus. Wirklich, muss ich wirklich zugeben. Das ist, sieht echt schön aus. Auch wieder ein ziemlich großer Radius. Und der Effekt, wow. So, diese lassen sich natürlich auch upgraden. Dazu benötigt man ziemlich viele Rohstoffe und es ist wirklich nicht günstig. Als erstes muss man so eine Struktur hier bauen. 9 Obsidian, dann noch oben einen draufsetzen und dann ganz oben drauf noch ein Enchanting Table. Dann benötigt man das jeweilige neue Element. Das heißt, wenn wir dieses Fire Sword upgraden wollen, dann benötigen wir einen Block of Blaze, wenn wir, beziehungsweise 8 Block of Blaze, wenn wir dieses Wind Sword upgraden wollen, dann benötigen wir 8 von diesen Block of Air Crystal. Und da habe ich gar nicht gezeigt, wie man diese Dinger craftet. Dazu benötigt man Eisen, man benötigt Glasflaschen, man benötigt Glas und dann hat man dieses Ding gebaut. Und davon benötigt man theoretisch 8 Blöcke, um dieses Windsword abzugraden. Ich werde jetzt erstmal diese Block of Blaze hier mal mitnehmen. Die müssen wir in einer ganz bestimmten Form hier aufbauen. So, das habe ich mal ganz kurz gezeigt. Genauso muss man das machen. Selbiges gilt natürlich auch für die anderen Blöcke, wenn man andere Schwerter upgraden möchte. Einfach das Fire Sword in dem Fall jetzt zur Hand nehmen, oben drauf schlagen und BÄM! Haben wir ein Lava Sword. Eine sehr interessante Geschichte, habe ich so auch noch nicht gesehen gehabt, wie man, ja, ich weiß nicht, dieses Upgrade-Verfahren ist wirklich fantastisch, es ist halt ziemlich teuer. So, und diese abgegradeten Schwerter werden wir jetzt ausprobieren. So, ich habe die Map neu geladen und schon die neuen Schwerter in meine Inventarleiste gezogen. Jetzt können wir diese betrachten. Man kann diese wieder in 3 verschiedene Eigenschaften einteilen. Zum einen haben wir wieder so einen konstanten Effekt. In dem Fall bei dem Lava-Schwert haben wir erneut diese Feuerresistenz, die wir konstant genießen können. Dieses Mal ist es allerdings so, dass wir das Schwert als Flammenwerfer verwenden können. Richtig genial, man kann richtig weit damit schießen. Ich werde das nachher wahrscheinlich draußen mal ausprobieren, weil nicht, dass die Arena bzw. das Theater hier in Flammen aufgeht. So, das heißt, damit können wir die Creeper ordentlich verletzen. Das macht bis zu 10 Attack Damage, das sage ich mal ganz kurz gezeigt. So, da seht ihr es auch schon. 10 Attack Damage hat dieser Creeper hier erhalten. Gleichzeitig, ebenfalls haben wir die Möglichkeit, diese ganz normal anzugreifen. Im Vergleich zu dem Feuerschwert ist es allerdings jetzt so, dass diese bis zu 20 Sekunden brennen und nicht bis zu 10 Sekunden. Also bei dem Feuerschwert würden die 10 Sekunden brennen, bei dem Lavaschwert brennen die jetzt hier 20 Sekunden. Richtig stark. Als nächstes haben wir diesen Ocean-Effekt. Hier haben wir wieder die Möglichkeit, unter Wasser zu atmen. Gleichzeitig haben wir die Möglichkeit, einen Night Vision Effekt zu bekommen, wenn wir unter Wasser sind. Und wir können uns sogar schneller bewegen. So, da seht ihr es auch schon. Ja, das ist echt nicht schlecht. So, das habe ich hier kurz gezeigt. Und wo ich gerade hier bin, da kann ich echt nochmal dieses Lava-Schwert hier ausprobieren, damit ihr die Reichweite sehen könnt. Ich versuche mal da hinten hinzuziehen. Ja, so, da seht ihr es auch schon. Das ist schon nicht schlecht. Also das ist echt der Wahnsinn. Das gefällt mir richtig gut. Und sowas möchte ich nicht in dieser Holzarena hier ausprobieren. So, genau. Das ist sozusagen dieses Wasserschwert. Das macht deutlich mehr Schaden, wenn ich jetzt hier einen Creeper mit dieser Attacke hier angreifen sollte. Diesmal macht es 4 Attack Damage. Wenn wir im Wasser sind und irgendwelche Mobs treffen sollten, dann macht das sogar noch mehr Schaden. So, da haben die dann wirklich gar keine Chance mehr. Außerdem ist der Wasserstrahl auch viel breiter. Das heißt, wir können damit auch direkt mehrere Mobs angreifen. So, ganz kurz hier mal gezeigt. Ich habe direkt mehrere hier gespawnt und ihr seht schon, wir können es wie im Bowling hier, können wir diese Creeper Pins in dem Fall ganz einfach umwerfen oder besiegen, wie auch immer. So, ich werde diese mal ganz normal angreifen. So, dann bekommen die dieses Mal einen Weakness-Effekt von 10 Sekunden. Das ist so die Besonderheit an diesem Schwert und ja, es macht insgesamt 7 Attack Damage, wie die anderen hier. Also die Upgradeten sind deutlich stärker, aber sind dementsprechend natürlich auch viel teurer. So, kommen wir nun zum nächsten Element und zwar ist das dieses hier auch ein ziemlich starkes Schwert. Es nennt sich Jungle Sword und hat ebenfalls ganz neue Fähigkeiten. Zum einen haben wir erstmal konstant Resistenz 2 und des Weiteren auch ganz neue Effekte. Wenn ich jetzt hier einen Creeper schlagen sollte, fliegt dieser ebenfalls in die Luft, sogar noch ein bisschen höher. Zumindest habe ich so den Eindruck. Des Weiteren haben wir mit der rechten Maustaste die Möglichkeit, eine phänomenale Fähigkeit auszulösen und zwar eine Explosion, ein Radius von Explosion. Das sei ja mal ganz kurz gezeigt. Yeah! Sieht das nicht fantastisch aus? Wenn ich jetzt die rechte Maustaste gedrückt lasse, dann umkreist diese Rotation uns ganze 2 Mal.
So, das werden wir natürlich jetzt noch an Mobs ausprobieren. Ich werde einfach mal hier, ja, ich würde mal sagen, ich spawne hier mal 3 Creeper und werde das jetzt mal ausprobieren. Na, zack, 12 Attack Damage. Halleluja. So, es dauert natürlich ein bisschen, bis diese Rotation angekommen ist. So, zack, aber wenn man das getimed einsetzt, dann kann man damit ordentlich einen Schaden hinzufügen. So, zum Schluss haben wir noch das Storm Sword, mein Lieblingsschwert. Man hat es schon vielleicht am Anfang gesehen gehabt. Man hat ebenfalls wieder den Effekt, dass man keinen Fallschaden bekommt. Man kann aber allerdings in dem Fall sogar noch zusätzlich höher springen und man fällt wirklich langsamer. Das sieht sehr interessant aus. Des Weiteren können wir natürlich auch wieder einen Sturm erzeugen. Dieser ist allerdings viel, viel größer. Ich werde nochmal ganz kurz hier die Ansicht ändern. Und es werden so eine Art Ringe erzeugt. Bei dem normalen Windschwert konnten wir irgendwie nur so eine Art Kuppel erzeugen. Hier ist es allerdings so, dass wir richtig lustige Ringe hier sogar erzeugen können. Das macht tierisch Spaß. Und auch der Effekt mit dem weißen Rauch, das sieht wirklich fantastisch aus. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich meine, weißer Rauch steigt hier auf. Nicht, dass irgendwelche Anwohner denken, dass wir hier irgendein Papst gewählt haben. So, das ist aber eine andere Geschichte. Ich werde jetzt einfach mal hier einen Creeper spawnen, werde den mal treffen oder mal versuchen zu bekämpfen und ihr seht schon, er fliegt jetzt nicht allzu hoch, aber er nimmt zumindest eine gewisse Höhe an. Das ist eigentlich ganz nett. So, ich werde nochmal als großes Finale, als Grand Finale, werde ich hier nochmal ganz viele Creeper auf einmal spawnen und versuchen, diese mit diesem wunderschönen Schwert zu bekämpfen. So, okay, alle Creeper fliegen hoch. Yay! Sehr schön. Ah, es ist toll. Das gefällt mir. Das ist richtig lustig. Eigentlich ist man damit schon fast unbesiegbar, ne? Ja, vor allen Dingen auch mit der Kombination, dass man viel höher springen kann. Das ist wirklich ein sehr starkes Schwert. Oh, da waren noch einige Creeper. Haben die mich erschrocken. Okay, ja, wenn euch diese Schwerter gefallen haben, dann kann ich euch die Schiss-Mod empfehlen. Das ist eine ziemlich lustige Mod, die auch neue Schwerter mit neuen Effekten in eure Welt hinzufügt. Ich werde einen Link zu dem Video in die Videobeschreibung packen und auch oben in dieses Knöppelchen oben rechts verlinken. Das heißt, da müsst ihr einfach nur draufdrücken, dann kommt ihr zu diesem Video. Ansonsten war es das auch schon von mir. Wenn ihr diese Mod selber ausprobieren wollt, dann könnt ihr dies gerne tun. Ein Link zu der Mod ist ebenfalls in der Videobeschreibung. Das war Dellokrupa mit der Elemental Sword Mod. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst. Bis dahin und ciao. Wow.